Ich koche, ich lese, ich gucke Filme. So ganz normal. Für mich war nur klar, ich will zum Theater. Ich bin nie klassisch entdeckt worden, sondern es war immer so, dass ich dachte, ich kann mir das vorstellen, ich möchte das. Und ich glaube, ich habe da als Einzige dran geglaubt. Also mein Umfeld hat schon gesagt, ach, mach weiter, Dramaturgie ist schon in Ordnung. Der Unterschied von dem, was man im Studium tatsächlich lernt und dann das erste Mal auf der Bühne, also auf einer richtigen Bühne zu stehen, ist einfach nochmal ein ganz krasser Unterschied. Ne? Also man hat einfach keinen Schauspiellehrer, der einem stundenlang sagt, jetzt guck doch, probier doch mal so oder so oder so, sondern da musst du es alles selber machen. Ne? Du gehst zur Probe und musst anbieten, musst eigentlich fertig sein. Und dann sagten mir die ersten Regisseure so, vergiss mal alles, was du gelernt hast. Das ist ja furchtbar, das ist ja alles hier wie auf der Schauspielschule. Wir wollen das alles ganz anders. Abheben oder sowas, das war für mich gar nicht denkbar, weil das gab die Situation dafür gar nicht. Das ist ja das wirklich Gefährliche auch an dem Beruf, wenn man zu früh zu sehr gelobt wird und das eigentlich mit, also das, was wahrgenommen wird und Selbsteinschätzung, wenn das auch nicht mehr zusammenkommt, dann wird es halt schwierig. Wenn du gezwungen bist, durch den Weg, den du gehst, eben immer wieder auch zu kämpfen und ja, zu gucken, wie du vorankommst und wirklich sehr diszipliniert daran zu arbeiten, glaube ich schon, dass das auch natürlich einen großen Einfluss auf den Charakter und die Persönlichkeit hat, das ist ja klar. Ich muss, was auch immer ich spiele, muss ich selber nachvollziehen können. Und wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann kann ich es auch nicht glaubhaft machen. Also ich muss ja irgendwo andocken an eine Rolle.